Für uns ist ganz, ganz wichtig, darauf hinzuweisen, dass diese Wahl eine Landtagswahl ist und keine verdeckte Berlin-Wahl. Das heißt also, jeder, der überlegt, möglicherweise einen Denkzettel zu geben bei dieser Landtagswahl, weil er hofft, dass er Berliner Entscheidungen damit in irgendeiner Form prägen kann. Die aktuelle Debatte dieser Woche war ja sehr stark zum Beispiel von dem Diesel geprägt, kann man sagen. Mit der Landtagswahl verändert man in Berlin nichts, aber Bayern kann sich damit grundlegend verändern. Vor allem Instabilität ist denkbar. Der Blick zurück bringt jetzt gar nichts, sondern nur der Blick nach vorn macht das Ganze wichtig. Schauen Sie, wenn ich jetzt zum Beispiel anschaue, jetzt gestern in der tatsächlich für die CSU überhaupt nicht guten Umfrage, wenn Sie dann mal so persönliche Werte abgleichen, ja, ist ja dann eher sogar so, dass ich fast schon zulege, obwohl die Partei abnimmt im Vergleich zu der letzten Umfrage, was mir jetzt andersrum wäre es mir fast lieber, zeigt aber umso mehr, dass man versuchen muss, gemeinschaftlich auch dieses Land zusammenzuhalten.